Ja, hallo Freunde der Moorbeete. Ich habe leider die Frühjahrsblüte von den Schlauchpflanzen. Ja, jetzt sind die Hühner wieder mal aktiv. Nicht so richtig gefilmt. Es sind aber noch einige Blüten vorhanden. Vor allen Dingen habe ich ja fast meine komplette Sammlung ins Moor gepflanzt. Und ich muss sagen, es ist soweit alles durchgekommen. Der Winter war ja auch nicht so streng in Brandenburg. Aber um euch noch was zu zeigen, was viele ja nicht glauben, der Filiformis gigantea hatte zwar noch mal kurze Fröste, aber er ist durch den Winter gekommen. Dann hatte ich kleine Filiformis red gepflanzt gehabt letztes Jahr. Auch der wächst super hier. Ansonsten hatte ich schon einige Venusfliegenfallen gepflanzt. Wo sind sie jetzt? Ach, da. Aus meiner Sammlung. Die wachsen hier draußen im Moorbeet besser. Also in den Töpfen, da habe ich immer das Problem mit dem Schimmel. Dieses Jahr habe ich noch mal alles umgepflanzt und überall Ableger mit ins Moor gesteckt. Irgendwie will die Kamera jetzt zurzeit nicht schief und scharf ziehen. Das sind jetzt die neuen Pflanzen, die ich jetzt beim Umpflanzen mit ins Moor gesteckt habe. Mal gucken. Sonst ja immer nicht so viel Glück damit. Aber hier blüht noch etwas super schön. Dann sind dort hinten meine Moorchideen. Da gehen wir gleich mal näher ran. Wer glaubt zu wissen, was hier schwimmt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich doll veralgt. Ich glaube, da muss ich mal irgendwas machen. Es muss auch nie was. Ja, das soll es auch schon gewesen sein vom Moor. Ich hatte in der letzten Zeit wenig Zeit für meine Pflanzen, weil ich das Haus isoliert habe. Irgendwas muss man ja mal tun, um die Kosten in den Griff zu kriegen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Nur mal kurz für euch, um zu sehen, was ich getan habe. Ein paar Zentwäschplatten sind noch übrig. Die habe ich als Hausisolierung angebracht. Schweinearbeit. Bin noch nicht ganz rum ums Haus. Also wird es noch wieder dauern mit längeren Videos. Na dann, bis zum nächsten Mal.